Herzlich willkommen. Ich möchte mich gerne erstmal vorstellen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Ich bin Astrologin. Ich beherrsche die Kunst des Kartenlegens und ich bin auch Medium. Ich biete Beratungen an. Diese Beratungsvideos sind anonym und Sie bekommen dazu immer einen medialen Namen. Diese Aufnahme ist auch eine Beratungsvideo und hier geht es um die indische Astrologie. Es besteht ein Unterschied zwischen unserer westlichen Astrologie und zwischen indischen Astrologie. Die indischen Astrologen berechnen ihren Horoskopen anders. Sie berücksichtigen die Präzession, ist auch präziser. Andere Berechnung, andere Ergebnis, das heißt, in indischem Astrologie platzieren Sonne, Mond, Planeten vielleicht woanders, als wir in unserem westlichen Astrologie das auch kennen. Und in dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass ich keine Tageshoroskope mache, sondern Wochenhoroskope. Ich habe einfach keine Zeit dazu, die täglichen Aufnahmen zu machen. Und wenn ich vermittle nach indischen Astrologie die Einflüsse von Sonne, Mond und Sternen und erwähne ich die Tierkreiszeichen, dann sollen Sie umdenken, weil das passt nicht zu der westlichen Berechnung. Zum Beispiel, wenn jemand sagt, ich bin in Tierkreiszeichen Zwillinge geboren, das kann sein, dass in indischen Astrologie das gar nicht in Tierkreiszeichen Zwillingen ist, sondern in Tierkreiszeichen Stier und dann passt dieses Wochenhoroskop nicht. Natürlich biete ich das auch an, die Horoskop umrechnen, beschreiben die Mondhäuser und diese Berechnungen können Sie jederzeit buchen. Wie ich schon sagte, diese Aufnahme ist eine Beratungsvideo und mein Klientin heißt Madrasio und männlich. Liebe Madrasio, ich grüße dich. Ich hoffe, ich darf mir das erlauben, du zu sagen. Das ist dein Video und ich möchte mich bedanken, dein Anvertrauen und ich möchte mich bedanken für diesen Auftrag. In indischen Astrologie heißt Aszendent Lagna und das bedeutet, welche Tierkreiszeichen steigt in Osthorizont auf im Geburtsmoment. Das ist die erste kosmische Energie, was uns begrüßt im Erdenleben und das schenkt uns etwas. Das ist wie ein Umhang, wie ein Kostüm und wir haben diese Energie und so werden wir im Leben wahrgenommen. Das ist der erste Eindruck, was anderen sehen an uns, unserem Auftreten. Dein Lagna oder dein Aszendent befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Deine Sonne befindet sich nach diesem indischen Berechnung in Tierkreiszeichen wieder im Grenzbereich. Im Grenzbereich zwischen Tierkreiszeichen Widder und Tierkreiszeichen Stier, aber noch im Widder. Und das hat auch eine Bedeutung, du gehörst zu dem sogenannten Grenzgänger. Das heißt, du kennst dich aus mit Eigenschaften, mit Widdereigenschaften, aber auch diese Leben genießende, ruhige Stier auch kommt im Ausdruck. Manchmal wechselt sich das ab. Manchmal lebst du die Widdereigenschaften, begeistert zu sein, aktiv zu sein. Und manchmal brauchst du die Ruhe, die Rückzug, das Leben oder die Tage einfach mal genießen. Dein Mond, was deinen Gefühlen symbolisiert, befindet sich nach diesem indischen Berechnung in Tierkreiszeichen Jungfrau. Und jetzt kehren wir zurück zum Aszendent. Das war dein Geburtsmoment, die erste Atemzug und das war die Energie, die Tierkreiszeichen Zwillinge. Natürlich, diese Energie begleitet dich bis zu deinem Lebensende. Trotzdem bleibt nicht alles stehen, sondern es ist alles in Bewegung. Wo befindest du dich mit deinem Lebensalter? Weil das hat auch eine Bedeutung. In welchem Boden bewegst du dich zurzeit? Und das ist die Tierkreiszeichen Widder. Das hat gerade begonnen. Und das bedeutet Begeisterung.
von etwas oder Neuanfang oder mutig zu sein, Kraft zu zeigen. Versuchen, etwas noch in Bewegung setzen, das sind wichtige Themen zur Zeit, nicht nur jetzt gerade, sondern auch in die kommenden Jahren. Die Lebensbereich, wo du etwas bewirken möchtest, das sind die Menschen, eine Gruppe von Menschen, ein Verein oder Partei oder politisch aktiv zu sein, das sind die Themenbereiche, wo du die Begeisterung und deine Aktivität findest in nächster Zeit. Dieser Aszendent, was die indischen Astrologen als Lagna nennen, befindet sich in einem Mondhaus. Das ist die tägliche Bewegung des Mondes, das heißt die Ekliptik wird unterteilt, so Abschnitten, so wie die Mondbewegung, die tägliche Mondbewegung ist. Und es gibt 27 Unterteilungen in diesem Ekliptik. Ekliptik ist nichts anderes als die 12 Tierkreiszeichen. Sie bilden sich einen Kreis wie ein Gürtel und das nennen wir als Ekliptik. Die indische Mythologie beschreibt, dass der Mond ein Mann ist und hat sich verliebt. Und er wollte dieses schöne Mädchen heiraten. Und der Schwiegervater hat gesagt, ja, du darfst meine Tochter heiraten, aber du musst auch seine Geschwister auch heiraten. Und so musste der Mond alle 27 Geschwister heiraten. Und jeden Tag besucht eine von diesen Frauen. Und das ist der mythologische Hintergrund von diesem Mondhäuser und natürlich die tägliche Bewegung des Mondes. In dein Aszendent befindet sich in ein Mondhaus und das wirkt auf deine Persönlichkeit. Das trägst du nach außen und so bist du wahrgenommen. Und dieser Mondhaus heißt Punarvashu und das bedeutet das Licht nach außen tragen. Das ist die Klarheit, das ist Glanz. Bedeutet auch Rückkehr des Lichtes hat auch mit Vergangenheit etwas zu tun. Und da hast du auch Themen, weil dein absteigender Mondknoten, was die alte Karma symbolisiert, befindet sich in die Nähe von Aszenden. Also sind karmische Themen, das heißt, da kommen Erinnerungen, Erfahrungen und all das zeigst du nochmal und es ist das Licht, was du nach außen trägst, somit bist du auch wahrgenommen. Du möchtest frei sein. Oder unabhängig sein, das sind wichtig, das gehört zu deiner Persönlichkeit. Und du hast die schöpferische Kraft, die schöpferische Energie und auch dieses Licht. Dieses Mondhaus wird von Sirius bestrahlt. Sirius ist die eine von hellsten Sternen überhaupt im Himmel. Bei Ägyptern wurde Sirius sehr verehrt. Sirius befindet sich im Sternbild Großes Hund und das sind die Hunde der Orion. Orion ist der himmlische Jäger und zeigt eine gewisse Richtung. Also die Jagdhunde von Orion zeigen an dem kleinen Bär. Das ist auch ein Sternbild im Himmel. Es gibt den großen Bär und es gibt den kleinen Bär. Und hier in diesem Sternbild, kleinen Bär, befindet sich die Polarstern. Und die Polarstern dient zum Orientierung. Und Sirius beleuchtet diesen Weg. Und das gehört zu deiner Persönlichkeit. Das heißt, wenn du Ziele hast und kannst orientieren, dann beleuchtest du das auch. Dann bringst du das Licht, dann präsentierst das nach außen. Du zeigst es auch, wo du vermittelst und das ist auch dein Auftreten und so bist du auch wahrgenommen. Das ist mein Ziel, das ist mein Weg und ich gehe auf diesem Weg und das ist mir alles klar. Es ist Licht da, es ist beleuchtet, diesem Weg. Also Sirius hat einen Einfluss auf deine Persönlichkeit. Und es war auch schon in deiner Geburt schon dieser Einfluss da.
In diesem Mondhaus wirkt nicht nur Sirius, sondern auch Castor und Pollux. Und das sind die Hauptsterne, die Zwillinge. Das sind die zwei Zwillingsbrüder, Castor und Pollux. Dazu gibt auch eine Geschichte, das ist aber die Geschichte von der griechischen Mythologie. Es gab eine wunderschöne Frau Leda. Und Zeus, der Himmelsgott, liebte schöne Frauen und verführte Leda. Leda wurde auch schwanger. Das Problem war aber, dass Leda verheiratet war mit dem König von Sparta. Und von ihrem Ehemann wurde auch schwanger und gebar die Zwillinge, Castor und Pollux. Pollux war der Sohn von Zeus, also göttlich, und Castor war der Sohn von dem spartanischen König, also menschlich. Und die Geschichte erzählt, dass die Götter unsterblich waren und die Menschen natürlich sterblich. Und hier kommt die Sterblichkeit, Unsterblichkeit in Verbindung. Und Castor symbolisiert uns Menschen, Pollux symbolisiert das Göttliche, das höhere Bewusstsein. Dass wir damit bewusst sind, wir sind ein Teil von der Schöpfung. Die Geschichte ging dann so weiter, dass Pollux wusste, dass sein Zwillingsbruder sterben muss, und er ging zu seinem Vater Zeus und wollte auch die Sterblichkeit, weil er wollte seinen Bruder nicht alleine lassen. Und Zeus hat es so berührt, dass er hat beide Zwillinge unsterblich gemacht und beide Zwillinge hat im Himmel gesetzt. Das sind die beiden, Castor und Pollux, und die Symbole, was sie vermitteln, diese Bewusstsein, diese höheren Bewusstsein, dass wir ein Teil von der göttlichen Schöpfung sind. Dieser Mondhaus vermittelt noch etwas, und das ist immer noch deine Persönlichkeit, was du das auch brauchst und auch vermittelst nach außen, die Stille. Du brauchst immer wieder die Rückzug, du brauchst immer wieder die Stille, weil da kommen die großartigen Ideen. In dieser Stille werden die Ideen geboren und natürlich kommt dazu dieses höhere Bewusstsein. Die Eigenschaften sind schlau, klug, gutmütig, hilfsbereit. Was dich kränkt, wenn jemand versucht, dich zu betrügen, das kränkt dich richtig. Du bist offen für Veränderungen, auch äußerliche Veränderungen und auch innerliche Veränderungen und Veränderungen in dein Leben, wie ein Umzug oder ein Wechsel. Diese Hilfsbereitschaft gehört zu deinen Eigenschaften. Manchmal verstehen die Menschen nicht, warum bist du immer offen dafür. Und in diesen Momenten kommt bei dir dieses Bedürfnis, Menschen zu helfen. Also es ist nicht immer so selbstverständlich und in deiner Umgebung wundern daran, dass du immer für anderen da bist und immer für anderen hilfst. Aber wenn du das verspürst, dass da Dankbarkeit zurückkommt und auch Anerkennung zurückkommt, dann fühlst du dich wie befreit und dann findest du die innere Ruhe und in dieser inneren Ruhe werden deine Ideen geboren und dann hast du die freien Gedanken. In diesem Bereich, was deine Persönlichkeit betrifft, befindet sich auch Jupiter. Jupiter befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge. Jupiter bedeutet das Glück und du hast Glück im Leben. Auch wenn du Schwierigkeiten hast, findest immer einen Ausweg und Jupiter vermittelt auch eine optimistische Haltung und auch Gerechtigkeitssinn. Hier in diesem Bereich, in die Nähe von Aszenden, wie ich schon sagte, befindet sich auch dein absteigender Mondknoten, was die indischen Astrologen als Ketu nennen.
Und das ist die Erinnerung, das ist die alte Karma, alte karmischen Erinnerungen, Erfahrungen. Und das hast du früher in den Tierkreiszeichen Zwillinge gemacht. Das heißt, das ist für dich sehr vertraut. Die Luftelement, die Leichtigkeit, das Spielerische, das Interesse auf etwas Neues, die Kontakte, die Kommunikation. Dein Sonne befindet sich in Tierkreiszeichen Widder. Das heißt, nach indischen Berechnung bist du in Tierkreiszeichen Widder geboren und es befindet sich im Grenzbereich zwischen Widder und Stier. Noch im Widder, aber im Grenzbereich bedeutet, du kennst dich auch mit Stiereigenschaften aus und natürlich auch mit Widdereigenschaften, aber das habe ich auch erwähnt. Dein Sonne bestrahlt dein Aszendent. Das ist das selbstbewusste Auftreten und bist auch wahrgenommen. Nicht nur die Aszendent wird sehr schön von der Sonne bestrahlt, sondern auch dein Venus. Sonne und Venus stehen auch eine schöne harmonische Verbindung und das bedeutet schon Glück in die Liebe, Partnerschaft. Uranus steht auch eine gute Verbindung zur Sonne. Uranus bringt Umbrüche, Veränderungen in unserem Leben und da hast du immer Erfolg, zeigst auch Mut und Kraft. Ich habe absichtlich Uranus dazu genommen. Die klassischen indischen Astrologen arbeiten nicht mit Uranus, Neptun und Pluto, aber das kenne ich von westlichen Astrologie. Die Berechnung ist aber identisch für die indischen Astrologie. Das heißt, ich nehme diesen Planeten dazu, die später entdeckte äußeren Planeten Uranus, Neptun und Pluto, aber nicht nach westlichen Berechnung, sondern nach indischen Berechnung. Und nach dieser Berechnung steht Uranus eine schöne Verbindung zum Sonne. Ich habe schon gesagt, wenn es um Veränderungen geht, zeigst du auch Mut und Kraft und du ziehst es durch, hast du damit Erfolg. Eine gewisse Spannung besteht zwischen Sonne und Pluto. Ich habe Pluto auch dazu genommen. Pluto ist das Ende an etwas loslassen, trennen. All das, was Kraft raubt, Pluto verabschiedet von solchen Umständen oder Gefühlen oder Personen. Pluto erlaubt es einfach nicht, das mitzuschleppen, sondern das ist das Loslassen-Prozess und das fällt dir sehr schwer. Loslassen von etwas oder trennen von etwas oder verabschieden von Menschen. Wo dein Sonne befindet, in Tierkreiszeichen Widder, ist ein Mondhaus. Das ist auch eine von den Frauen des Mondes. Und dieser Mondhaus heißt Kritika. Und hier herrscht Agni, die Feuergott. Also die Feuerelement ist sehr stark betont. Widder gehört sowieso zum Feuerelement. Das ist die Begeisterung, Feuer und Flamme zu sein von etwas und bedeutet natürlich auch Leidenschaft. In diesem Bereich, wo dein Sonne steht, in diesem Mondhaus Kritika, kommt ein Einfluss von den Plejaden. Die Plejaden sind die sieben Schwestern. Die berühmteste ist Alkyone und die griechische Mythologie beschreibt, dass Alkyone besiegt das Böses. Also du kämpfst auch gegen das Böse und setzt dich ein für das Gute. Nicht nur die Plejaden befinden sich hier, sondern das goldene Tor, die Ekliptik. Und mir fällt immer in diesem Bereich die Märchen Frau Holle ein. Und hier entscheiden wir uns in unserem Lebensweg, in welche Richtung gehen wir. Sind die Verlierer im Leben, die Pechmarie, oder sind wir die Gewinner, die Leben, die Goldmarie? Also hier treffen wir innere Entscheidungen, das heißt unsere Einstellung, gerade wenn wir etwas Neues starten, mit welchem Energie beginnen wir etwas. Dieser Mondhaus vermittelt dir noch etwas. Die Harmonie im Leben zu finden, aber auch die inneren Harmonie. Diese Kritika, die Frau des Mondes, ist die wildeste überhaupt von die Schwester.
zersinnlich, stolz, ehrgeizig, tapfer, aufbrausend, kreativ, aktiv, eine gebündelte von Energie, ein Wildheit und Begeisterung. Ist auch die Feuerelement, was hier dann im Ausdruck kommt, diese Begeisterung und Leidenschaft. Liebt auch Reisen und liebt auch die Feuerelement, ist auch ein Symbol für die heiligen Feuer. Kritika ist in indischer Mythologie gleichgesetzt, wie wir das im griechischen Mythologie kennen vom Prometheus. Prometheus hat die Feuer auf die Erde gebracht. Prometheus hat uns Menschen mit Feuer beschenkt und so wird auch in indischer Mythologie Kritika betrachtet. Sie hat die Feuer uns geschenkt. Mond. Mond symbolisiert deinen Gefühlen, aber auch ein Hinweis auf die Mutterbild. In diesem Horoskop befindet sich Mond in Tierkreiszeichen Jungfrau. Im tiefsten Punkt des Horoskopes, das ist die Fundament, die Basis und von hier startest du immer etwas. Und du brauchst immer dieses Gefühl zu haben, es ist alles in Ordnung, was ich gerade beginne. Und da bist du auch etwas kritisch, bringst alles in Ordnung und so machst du die Bewegungen in allen Lebensbereichen. Hier findest du die Wurzel, hier findest du die Fundament, hier findest du die Basis, auch die Ruhe. Und das braucht auch dein Gefühl, dass es alles funktioniert und bringst es alles in Ordnung. Hier in diesem Bereich hast du eine gewisse Spannung von Jupiter. Und Jupiter ist nicht nur das Glück, steht aber auf deiner Seite, weil befindet sich in die Nähe von deinem Aszendent. Also Jupiter begleitet dich von Geburt bis zu deinem Lebensende und schenkt dir diese Lebensfreude oder Optimismus. Aber hier in diesem Fundament, in dieser tiefste Punkt im Jungfrau entsteht eine gewisse Spannung. Und woher kommt diese Spannung? Wenn du etwas erlebst, was ungerecht ist, kann auch bedeuten, wenn du eine rechtliche Lage hast oder einen Prozess, dass du immer Gegner hast und es ist sehr schwierig, dich durchsetzen, deine Rechte zu bekommen. Das kostet immer Kraft und natürlich auch hier die Belastung auch auf deinen Gefühlen. Dieser Mondhaus im Tierkreiszeichen Jungfrau, wo gerade die Mond im Geburtshoroskop befindet, heißt Uttara Phalguna, wird von zwei Gottheiten regiert. Und diese zwei Gottheiten sind die Söhne der Aditi, das ist die Mutter von allen Göttern. Und die beiden sind sehr wohlwollend und bringen im Leben Wohlstand, Reichtum und Glück und auch Schutz. Und die neigen zu gewisser Luxus. Und dein Mond hier in diesem Mondhaus hat einen Einfluss, also Glück im Leben oder Wohlstand oder Reichtum. Bedeutet dieser Mondhaus auch, konzentriert zu sein, Ziele zu erreichen, braucht Stabilität, Kämpfernatur, aber das trägt auch Früchte. Hier kommt ein gewisser Einfluss noch von Löwe, obwohl das im Jungfrau ist, aber dieser Löwe-Einfluss, immerhin ist es im Grenzbereich, dieser Mondhaus, dieser Löwe-Einfluss gibt die schöpferische Kraft und dann kommt die kluge Jungfrau dazu und das ist eine wunderbare Mischung und das gehört zu deiner Persönlichkeit und das sagt auch dein Gefühl, das ist sehr interessant auch. Dieser Mondhaus sagt nochmal etwas, in die zweite Lebenshälfte kommst du ins Ziel. Die Eigenschaften sind Mitgefühl, Freundlichkeit, Hilfsbereitschaft. Mars ist die männliche Kraft.
befindet sich in Deszendent, also im westlichen Astrologie nennen wir das als Tor zum Partnerschaft. Natürlich in der indischen Astrologie ist das auch dieselbe. Hier öffnet sich ein Tor zu Liebe, Partnerschaft. Du hast auf dein Mars hier in diesem Bereich auch die Kraft, auch diese männliche Energie in die Partnerschaft zum Leben. Und da bist du wahrgenommen. Hast auch hier in die Nähe dein Mondknoten. Also das ist eine karmische Begegnung, ein karmischen Weg in eine Partnerschaft zu leben und eine Seelenverwandtschaft, einen karmischen Liebe zeigt sich hier an und hast einen sehr schönen Einfluss von Saturn. Saturn ist der Planet der Karma, Planet der Schicksal. Und beeinflusst dein Mars. Das heißt, mit anderen Worten, dein Mars befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Öffnet auch die Tor zur Partnerschaft. Und der Mondhaus, wo hier wirkt, heißt Purvashada. Und das heißt übersetzt Unbesiegbare. Und hier liegt die Kraft. Auch die Überzeugungskraft, alles was du vorhast, deinen Ideen, deinen Visionen, kannst im Tat umsetzen, dann bist du unbesiegbar. Die einzige Hindernis ist die Zweifel und Angst. In diesem Mondhaus herrscht der Gottheit Apa und Apa ist der Gott des Wassers. Und hier kommt Feuer und Wasser in Verbindung. Die Tierkreiszeichen Schütze gehört zum Feuerelement. Das ist die Begeisterung, die Leidenschaft, Feuer und Flamme zu sein von etwas und das wirkt auf dein Mars-Energie. Auch in die Liebe-Partnerschaft, immerhin Mars ist die männliche Liebesplanet, aber alles, was du im Tat umsetzen möchtest, weil Mars ist die Kraft, alles in Bewegung zu setzen. Und das ist von diesem Feuerelement geprägt. Und dann kommt das Wasserelement dazu, das ist die Reinigung. Das heißt, wenn du etwas vorhast und du hast die Vorstellungskraft und das gibst du nicht auf, höchstens hast du Zweifel oder Angst, das kann dich bremsen. Aber wenn du etwas als Ziel setzt und bleibst du konzentrierst, dann räumst alles aus dem Weg. Du brauchst Ordnung oder du klärst etwas auf, du bereinigst etwas und so ist deine Handlungsweise, so kommt alles in Bewegung. Dieser Wasserelement ist nicht nur die Reinigung, sondern auch die Gefühle. Die Element Wasser hat einen Bezug zum Gefühlen. Und das ist natürlich in die Liebe-Partnerschaft ist auch eine Mischung, sehr gefühlsvoll und sehr leidenschaftlich. Was du nicht ertragen kannst und das dich auch zornig macht, wenn jemand gierig ist oder mit vollem Hassgefühl ist oder arrogant ist oder ignoriert dich. Also nochmal, dieser Mondhaus Purvashada ist nicht nur diese Wasserelement und diese Kraft, sondern auch die ausgeprägte Vorstellungskraft. Alles, was du vorstellst in dein Leben, das setzt du auch ins Ziel und das gibst du auch nicht auf. Und du hast diese Kraft, deine Ziele zu erreichen. Das Einzige, was dich hindern kann, und das stoßt du in deine eigenen Grenzen, wenn du daran zweifelst oder hast Angst. Merkur ist die Planet der Kommunikation, befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Stier. Die Tierkreiszeichen Stier vermittelt auch Besitz und Geld, also geht oft vielleicht die Gespräche in diese Richtung, aber nicht nur das, sondern Stier ist auch gemütlich und ruhig und so ist auch deine Sprache. Merkur wird wunderschön bestrahlt von Jupiter. Und das ist natürlich das Glück,
bei Kommunikation oder wenn du einen Vortrag hältst, du hast diese Begabung auch, sondern auch hast ein sehr stark ausgeprägtes Gerechtigkeitssinn und das, was du auch verdrehst, auch in die Sprache. Du bringst es in die Sprache. Merkur hat auch noch eine sehr schöne Verbindung zum Mond und das in deinen Gefühlen. Also deine Sprache ist auch sehr gefühlsvoll oder du sprichst auch oft über deinen Gefühlen. Dieser Mondhaus, wo sich Merkur befindet, heißt Kritika. Das haben wir schon gehabt. Also Merkur ist im gleichen Mondhaus. Hier wirken die Plejaden und Feuergut, also wieder die Feuerelement, also dich begeistert auch die Sprache, Kommunikation, bist ehrgeizig, tapfer, ausbrausend, kreativ, aktiv, begeistert dich das alles. Merkur befindet sich in deinem Horoskop im Bereich, was die Gruppe von Menschen symbolisiert, wie zum Beispiel ein Verein oder eine Partei. Das heißt, dich motiviert, da Vorträge zu halten oder eine Gruppe zu gründen, bist gerne mit gleichgesinnten Menschen zusammen, ein Austausch und da sind deine Handlungen. Merkur hat einen schönen Einfluss auf deine Finanzen, also bei Verträgen, bei Handlungen, alles was mit Finanzen zusammen hast, hast eine gute Hand. Jupiter. Jupiter gilt als großer Glücksplanet, befindet sich in Tierkreiszeichen Zwillinge in die Nähe von deinen Aszenden. Und das ist sehr schön, weil das gibt Optimismus, Lebensfreude und begleitet dich in deinen Lebensweg. Das heißt, wenn du mal Probleme hast oder passiert etwas in deinem Leben, du stehst immer auf und bist optimistisch, nimm das vielleicht mit Humor und machst das einfach weiter. Du hast auch Glück bei Verträgen, bei Kommunikation, aber bei rechtlichen Lage, da hast du die Einschränkungen. Wenn das um einen rechtlichen Prozess handelt, du hast immer Gegner. Oder wenn du dich einsetzt um die Gerechtigkeit, da gibt es immer wieder jemand, wo da dir widerspricht. Jupiter befindet sich in einem Mondhaus und dieses Mondhaus heißt Mrigashira. Mrigashira. Und diesem Mondhaus herrscht ein Gott heißt, und dieser Gott heißt Soma. Und Soma symbolisiert oder ist der Gott der Unsterblichkeit. Das ist wie ein Getränk, was Soma überreicht in die Götterwelt. Und dieser Getränk symbolisiert die Unsterblichkeit. In diesem Mondhaus ist Eigenschaften wie anziehend, romantisch, schaut die schöne Seite des Lebens an. Manchmal lebt man gerne in einer Traumwelt und flüchtet von Realität oder will die Realität nicht sehen. Venus befindet sich in dein Horoskop in Tierkreiszeichen Stier. Venus ist die Planet für Schönheit, Kreativität, Harmonie, Frieden, aber auch die weibliche Energie, die Herzensdame. Und die Mondhaus, was hier wirkt bei diesem Venus-Energie, beziehungsweise wo Venus befindet im Mondhaus, heißt auch Mrigashira. Das heißt, mit anderen Worten, dass in diesem Mondhaus, was ich beschrieben habe bei Jupiter, Mrigashira, in diesem Mondhaus, das ist der Grenzbereich zwischen Stier und Zwillinge, in diesem Mondhaus hast du Jupiter und hast auch Venus. Also bei der Venus-Energie gilt die gleiche Beschreibung wie bei Jupiter. Venus steht in Verbindung zu den karmischen Knoten, zu beiden.
auch zu Rahu, auch zu Ketu. Das ist das alte Karma und das neue karmischen Weg. Und das zeigt eine Begegnung in die Liebe Partnerschaft, was karmisch ist, eine karmische Begegnung. Venus bestrahlt sehr schön beide Mondknoten und damit vermittelt auch Glück in die Liebe. Saturn. Saturn ist der Planet der Schicksal, beeinflusst unserem Schicksal. Saturn ist auch der Planet der Karma. Und haben wir auch oft karmische Lernaufgaben. Das Mondhaus, wo Saturn befindet, heißt Svati in Tierkreiszeichen Waage. Vayu ist hier der Gottheit, was hier in diesem Mondhaus regiert. Und es ist das Gott des Windes, das Gott des Atems. Und das ist dein karmische Lernaufgabe, immer im Atem bleiben, tief durchatmen, loslassen, was stört oder verabschieden von etwas, dass du endlich aufatmen kannst. Das ist das wichtigste Element und daran liegt auch deine Lernaufgabe, die Luftelement. Und es ist nicht nur das Atem, sondern Luftelement bedeutet auch Leichtigkeit, bedeutet auch Kommunikation, weil die Worte werden auch durch Luftelement vermittelt, aber das lebst du sowieso. Also die Luftelement ist für dich lebensnotwendig und das ist das Atem. Immer aufatmen und nicht allzu bedrückt fühlen, sondern wirklich aufräumen von allen Themen, was bedrückt und befreien von etwas, das ist auch die Befreiung, endlich aufatmen. Rahu ist die karmischen Knoten und das ist der neue Weg, was du lernst, was du Erkenntnisse gewinnst, befindet sich in Tierkreiszeichen Schütze. Die Schütze ist beweglich, hat auch mit Ausland oft etwas zu tun oder verschiedenen Ziele zu setzen. Auch die Beweglichkeit, wie ich schon sagte. Dieser Mondhaus, was hier wirkt auf deinen karmischen Knoten, und das ist das neue Weg, wo du neue Erkenntnisse gewinnst, heißt dieses Mondhaus Purva Ashada und bedeutet übersetzt die früheren Sieg. Früheren heißt Vergangenheit oder Karma, alte Karma. Du bekommst jetzt der Sieg, das heißt, du erntest das, was du gesät hast von früher und das ist für dich Erfolg, Befreiung, Glück. Hier herrscht auch die Gottheit Apa, das Gottheit, das Wasser und das ist auch die Gefühle und auch diese Reinigung. Die absteigende Mondknoten heißt Ketu in indischen Astrologie und befindet sich im Mondhaus Punarvashu, wie der Kehr des Lichtes, wird von Jupiter beherrscht, gibt dir Glück und kehrt etwas zurück. Das heißt, dieses Licht, diese Klarheit, diese Reinheit, was du in früheren Leben gehabt hast, das bringst du wieder in Ausdruck. Das ist diese Wiederkehr des Lichtes, wirkt auch auf dein Aszenden, das habe ich auch beschrieben, das ist dasselbe Mondhaus, frei zu sein, unabhängig zu sein, hier liegt die schöpferische Kraft. Wichtig ist, im Gleichgewicht bleiben, aktiv und passiv, also nicht übertreiben etwas, aber nicht allzu zurückziehen, sondern das soll immer im Gleichgewicht sein. Aktivität, Passivität, das ist auch Atem, wie einatmen, ausatmen und das hält dich im Gleichgewicht und schenkt dir Luft. Die Lebensbereiche, also deine Persönlichkeit, dein Auftreten zeigt kommunikativ, du bist beliebt bei Menschen, die führen gerne mit dir Gespräche, du bist auch sehr familiär, immer wieder brauchst aber einen gewissen Rückzug, weil da findest du die Ruhe, da findest du deine Kraft. Was die Werte betrifft,
Du hast Glück mit Verträgen und Gewinn in Finanzen, aber achte drauf, das Loslassen, alles was die Werten nimmt dir, handelt sich um Werten. Wenn jemand dich nicht genügend Wertschätzung schenkt, dann sollst du von diesem Menschen auch mal trennen. Oder wenn jemand versucht, dich ausnützen, finanziell ausnützen, dann sollst du auch von diesem Menschen oder Verträgen verabschieden, lass dich nicht ausnützen. Also das ist die einzige, was dich hindern kann im finanziellen Wachstum. Du hast ein gutes Gefühl zu Finanzen und schließt auch gute Verträge ab und das bringt dir Gewinn. Aber dieses Festhalten, das kann dich auch bremsen oder mal nicht Nein sagen trauen. Und darauf solltest du achten, wenn es um die Werten geht. Und das ist nicht nur die Finanzen, sondern auch die Wertschätzung. Die, wo dir keine Wertschätzung zeigen und respektieren, die sollen von deinem Leben verabschieden. Und es ist sehr schwer für dich, von diesen Menschen trennen. In deiner vertrauten Umgebung ist einiges in Bewegung und du setzt auch vieles in Bewegung. Das ist die vertraute Umgebung, die Nachbarschaft, die Bekannten, aber auch die Verwandtschaft. Aber du stoßt in diesem Lebensbereich immer wieder um Ungerechtigkeit. Deine Wohnsituation hast du immer Glück. Es ist nicht immer einfach, manchmal ist es schwierig, das in Ordnung zu halten. Aber das ist, hier findest du die Stabilität, hier hast du die Basis, da kehrst du immer wieder zurück. Also dein eigenes Zuhause, deine eigenen vier Wände ist für dich sehr, sehr wichtig für deinen Gefühlen. Was die Kinder betrifft, da versucht immer die Harmonie herstellen, also ein schöner Zugang zu Kindern. Aber hier liegt auch die schöpferische Kraft, also das hast du auf jeden Fall, deine schöpferische Energie, die tolle Ideen, was du dann auch umsetzen kannst. Was die Alltag betrifft, das ist auch eine gewisse karmische Lernaufgabe, deinen Alltag zu bewältigen, das meiste, da deine Kraft einzusetzen, deine Ideen umsetzen, hast du auch eine viele Aufgabe, also wichtige Aufgabe, dass du dich einsetzt für etwas, was dich begeistert oder du, für dich das wichtig ist, weil das macht dich lebendig. Die Liebepartnerschaft brauchst du Sicherheit und Stabilität, spielt die Reise eine Rolle, entweder Bekanntschaft im Ausland oder auf eine Reise, kann auch bedeuten, dass du gerne mit deiner Partnerin Reise machst, aber kann auch Auslandskontakte natürlich auch bedeuten. Was die Verträge betrifft, was die Ämter betrifft, wie zum Beispiel Erbschaft oder Finanzamt oder Banken und Versicherungen, das ist manchmal so schwammig und es ist manchmal schwierig, die Klarheit zu bekommen oder dich durchsetzen, weil oft sind diese Situationen für dich unklar, undeutlich und es ist sehr schwierig, da etwas zu klären. Deine berufliche Situation, du bist schon nicht mehr im Berufsleben, aber es ist wichtig für dich immer noch aktiv zu sein, etwas bewältigen oder neue Aufgaben zu haben. Also du wirst nie ausruhen, sondern diese Aktivität ist immer da. Es ist auch sehr wichtig für dich, die Kontakte, Kommunikation, auch deine Ideen, auch Gruppen von Menschen wie eine Partei zu gründen oder da aktiv zu sein oder ein Sportverein oder andere Verein, da das Führen mit Menschen organisieren. Also das sind deine Talente, deine Fähigkeiten und da bist sehr, sehr aktiv. Und dein Glück begleitet dich, Jupiter, in die Nähe von Aszendent. Genau. Welche Einflüsse hast du von Planeten zurzeit? In dein Liebesleben bewegt sich etwas, entweder ist in bestehende Partnerschaft, ist Bewegung oder Reisen
oder ihr macht gemeinsam etwas, oder wenn du alleine bist, kommt zu einer neuen Begegnung oder Versöhnung. Also die Bewegung ist zurzeit in die Liebe Partnerschaft. Was die Kommunikation betrifft, das wirkt auf deinen Werte, Wertschätzung und Finanzen. Also du wirst darauf achten, bei Gesprächen, bei Kommunikation, dass die Menschen dich respektieren, dass die genügend Wertschätzung und Achtung schenken. Und wenn die dich verletzen, dann wirst du das auch in Worten fassen. Das heißt, du wehrst du dich, du drückst es aus, wenn das nicht der Fall wäre. Also du bringst die Wertschätzung in Sprache und Werte, Wertschätzung, Selbstwertgefühl hängt energetisch ganz eng zusammen mit den Finanzen, weil da handelt es sich auch um Werte und in diesem Bereich sind die Gespräche, Handlungen und Verträge. Also entweder dein Selbstwertgefühl, dass du achtest auf die Selbstwertgefühl und verlangst Respekt und das bringst in Sprache oder hast du Verträge, Kontakte, was die Finanzen betrifft. Wo du Glück hast, das sind die Kinder und hier in diesem Bereich liegt auch dein inneren Kind, deine schöpferische Kraft, etwas Neues gestalten, deine Ideen umsetzen. Das bringt dir Glück, du vergrößerst dich auch und das macht dich richtig lebendig. Du verschönerst zurzeit etwas zu Hause und wo du etwas in Ordnung bringst oder Ernsthaftigkeit kommt in deine Arbeit, dass du da auch Anerkennung bekommst und in die Liebe Partnerschaft kommt auch Sicherheit, Stabilität. Das geht in Richtung feste Partnerschaft oder da befestigt sich etwas und auch ein Heilprozess, also wenn Krankheit da wäre, dann ist diese Heilenergie auch da und das sollst du auch ernst nehmen. Ich würde damit nicht sagen, dass du jetzt krank bist, aber das kann auch ein Thema sein, das du auch ernst nehmen sollst, um deine Gesundheit zu kümmern, wie zum Beispiel viel in frischer Luft oder Ernährung oder Bewegung. Also das ist auch ein Thema zur Zeit, was du ernst nehmen sollst. Lieber Madrasio, das war diese Aufnahme, diese Beratungsvideo. Ich bedanke mich nochmal dein Anvertrauen. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.